hinwerfen. Das ist machbar. Vielleicht machen wir es heute noch in einer Aufnahmesession zu Ende, aber dafür sollte ich dann die Musik kurz unterbrechen und etwas zu essen besorgen. Ziemlich so holen und etwas zu trinken. März bis Mitte Juni bin ich dann quasi keine Rest zu machen dafür. Was schon eine gute Einschränkung ist, halt mal. Das sind schon seine 5 Monate, für die du halt auch erstmal was machen musst. Unter Ereignissen ist sowas natürlich extrem. Vor allem so ein Riesenprojekt, da weiß man eh immer, was kommt. Und gut, ich würde mal vorschlagen, ich gehe hier mal kurz in das, wo steht die Sonne? Da drüben. Okay. Dann gehe ich nicht ins Pausenmenü, sondern gehe davon zu den Schlafen und stelle mich danach an mein Bett hinan. Hinan, was ist hinan für ein Wort? Gibt es das? Ich glaube nicht. Leere hier nochmal Sachen in meine Kiste. Leere dann auch nochmal Sachen in meine Steinkiste. Mache mir keine neuen ein paar Schaufeln wären schon sinnvoll, wenn wir den noch anbringen. Nochmal 4 Schaufeln. Können wir jetzt eh gerade Nacht. So. Wenn es keine Nacht wird, bin ich mal kurz weg, hol was zu trinken. Das ist eine Kleinigkeit und bin dann gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt eine Kleinigkeit gegessen, ich habe die Regale aufgeräumt. Und kann jetzt quasi bis zur Mittagsruhe nichts mehr machen. Also bis der vorbei ist halt. Und dementsprechend mache ich jetzt einfach hier wieder weiter wie vorhin. Bis auf die Tatsache, dass ich jetzt erstmal den Sand entfernen werde. Damit der dann erstmal weg ist.
Und wir den Sand geschlossen wegbringen können. Oh, und in dem Sand ist noch Kohle. Falls wir irgendwann später übrigens auch mal wieder Sand brauchen sollten. Wir haben ja zum Glück eine große Wüste gefunden. Und ich glaube, an der werden wir uns dann da regelmäßig bedienen, was Sand betrifft. Das ist so wahrscheinlich mit das Einfachste. Momentan ist hier noch sehr einfach an Sand zu kommen. Davon abgesehen, dass der hier eh weg muss. Sandlöcher sind immer wieder sehr faszinierend. Ich weiß halt auch nicht, wieso die hier einfach auch mal auftreten, aber das ist egal. Mit denen könnte man eventuell am Ende da hinten, wo das nicht aussieht, auch einen kleinen Strand bauen. Müssen wir mal sehen, wie Materialien ich dann habe. Und wie die Küste dann bis da hinten aussieht. Kann ja einiges passieren, sag ich mal. Das wird schon den Sand wegbringen. Danach mache ich hier gleich weiter mit dem Kies. Kann ich auch irgendwann die Spitzhacken vernichten, wenn ich alle noch da habe. Wobei ich glaube ich eher erst alles, was man oberflächlich wegschaufeln kann mit der Schaufel, wegholen und dann alles mit Spitzhacke machen. Würde irgendwie zu mir passen, das so umständlich zu machen. Ja. Gut. Sehen wir mal. Kies ist jetzt hier auch weg. Wow, wir haben ja einen einzelnen Sand. Das ist super. Hm. Das sind Rosen. Ich werde mal bestimmt schon Blumenkissen annehmen. Weil ich ja jetzt halt eh nicht weiß, was ich hier hinten großartig machen soll. So, meine
Hat will ich ehrlich gesagt jetzt nicht unbedingt wirklich bauen. Eher so ein ganz kleines Dorf in die Tour. Wenn überhaupt. Weil in eine Stadt könnte ich dieses Feld zum Beispiel gar nicht mehr richtig integrieren. Dann müsste ich eher einen Wald hinbauen. Das gibt vermutlich auch Grünweide. Noch das die kleine Ebene, also dieses Tal, was mir so gut gefallen hat, das ist ja immer noch da. Vielleicht wird sich das schon daran entwickeln. Das ist halt immer noch die Sache, dass wir so ein Riesenfeld quasi vom Ozean bis zu einer Burg haben, nichts dazwischen ist. Denn eigentlich quasi der Hafen der Burg wäre. Deswegen muss man damit bauen. Vor allem, dass irgendwo noch einen richtigen Bahnhof. Bin ich auch noch mal gespannt, wie ich den mache. Wahrscheinlich wieder ein sehr holzlastiges Haus oder ich weiß nicht, vielleicht ein Vierkanthof. Wahrscheinlich oder vielleicht auch einer, also nicht wahrscheinlich, vielleicht auch einer mit Stall im ersten Stock. Das ist halt irgendwas, was relativ alt ist, aber gut ausschaut und noch schön herpasst. Wenn wir hier an den Küsten sind, kann ich ja jetzt schon mal den Sand einladen. Sand. Und dann hier. Ja, ich habe nur noch 4 Schaufeln. Können wir dann mal wieder 8 machen? Ich halt so viele, die ich hier verbrauchen werde. Kann ich jetzt ja noch nicht wirklich sagen. Wollte ich immer noch das Feld hinten bestellen, das schon fertig ist. Es wird schon wieder Nacht. Ich glaub's ja nicht. Habe ich eine Nachricht bekommen gerade? Bezüglich dem Klassentreffen, das ja am 6. oder war glaube ich schon der 6. Ich habe jetzt den Zettel gerade hier, die Einladung nicht. Da habe ich meinen, es war der 6. Sag mal, das sind mir jetzt aber schon. Die hatte ich hier gestern noch an diesem Schreibtisch in den Händen und ich habe sie jetzt schon wieder. Doch, da hinten. Ich habe sie doch wieder. Ja, es war am 6. Nochmal eine Rücksprache.